Hallo und herzlich willkommen zum Tutorial der USA im No Rush. In diesem Video werde ich euch zum einen am Ende des Videos die Einheiten präsentieren. Zum anderen werdet ihr jegliche Informationen zu den verschiedenen Age-Ups bekommen. Und ich werde natürlich auch einen Boom machen. In diesem Boom werde ich übrigens nur den Startschatz auf Bitten eines Freundes nehmen und keine weiteren Schätze. Und ja, dann beginnen wir mal ganz kurz mit den Decks. Ich will nicht groß viel was zu den einzelnen Einheiten sagen, sondern dazu erst später kommen. Just saying, das wird wahrscheinlich das Deck sein, was die meisten aus TeamSpeak von euch dementsprechend auch interessieren wird. Das ist das Deck, wie ich es persönlich bevorzuge, denn die Minutemen alle 3 Minuten wieder als Überbevölkerung mit rauszuhauen im Kampf ist schon recht geil und die Minutemen sind echt stark. Und ich kann sie aus dem Turm rauslassen. Es gäbe noch die Variante des Trades. Es gibt noch die Gatling Gun Karte. Damit müsst ihr nicht mehr nachladen und die Gatling Gun wird 25% stärker. Aber dazu sage ich nachher nochmal was. Und ich habe jetzt noch ein Testdeck gemacht. Das ist das Deck einfach nur für dieses Video jetzt hier gerade, um euch sogar noch die ungarischen Husare zu zeigen und halt wirklich jegliche Ausbildungszeit etc. Mit allem drum und dran. Ansonsten ist es halt ein normales Deck. Ich habe jetzt hier nur die Hero Card und die 2 Minuteman Karten rausgenommen, damit ich das halt mit reinnehmen kann. Aber ja, dann würde ich sagen, let's go. Gucken wir noch kurz. Aufnahme läuft. Ja, Aufnahme läuft. Gut. Ein guter Tag für einen Krieg. Hello. Zu Beginn, ich will erstmal 2 Siedler auf Nahrung haben, um auf jeden Fall sicherzustellen, dass ich die nächsten Siedler auch gleich bauen kann. Außerdem will ich sehr, sehr schnell. Ah, cool Nahrung. Sehr, sehr schnell Holz haben, denn ich brauche 200 Holz, wenn die erste Karte da ist. Um das sicherzustellen, schicke ich 5 Siedler auf Holz. Ich brauche natürlich auch ein Haus und schicke jetzt erstmal den nächsten Siedler auch wieder auf Nahrung, damit ich irgendwie noch ansatzweise hinbekomme, meine Nahrung weiter zu bekommen. Denn meine erste Karte ist diese hier, kostet 200 Holz und ich bekomme dadurch 3 Kräuter Bois und meine Siedler werden auch etwas schneller und stärker. Sobald ich die 200 Holz zusammen habe für die Karte, schicke ich 2 Siedler rüber mit auf Nahrung. So dass ich 5 auf Nahrung habe, 3 auf Holz und alle weiteren Siedler ab dem Moment gehen auf Gold. Inklusive übrigens auch der Croix de Bois. Warum mache ich das? Ich will als zweite Karte die Bank bekommen. Die kostet 350 Gold. Und wenn ich das so rum mache, kann ich mit den 3 Siedlern weiterhin Holz sammeln, um ein weiteres Haus und den Markt zu bekommen. Und die 5 Siedler reichen gerade so aus, um die Nahrungsproduktion am Laufen zu halten, damit ich niemals einen Siedlerstopp habe. Zudem werden die Siedler, die dann auf Gold gehen, gerade so auch ausreichen, dass ich 350 Gold habe in dem Moment, wo die Karte eintrifft und ich sie spielen kann. Ja. Lumberjack. Hello. Yes, Hunter. Das war jetzt ungünstig. Hello. On my way. Hunter, I'll do it. Yes, sir. Hunter, I'll do it. Hunter, yes. Orders. Hunter, Hunter.
habe jetzt auch die 350 Gold für die Karte theoretisch schon. Ich hätte jetzt aber auch schon vorher Nahrung gehabt. Hunter. Bekommen in dem Moment, wie ihr seht. Zudem, ihr seht gerade, meine Siedler gehen gerade auf Nahrung von Gold über. Der Grund dafür ist, ich brauche erstmal schnellstmöglich Nahrung jetzt gleich, um Age-Up gehen zu können. Ich gehe mit 22 Siedlern Age-Up. Man kann theoretisch, wenn man perverse Schätze hat, auch 20 Siedler Age-Up machen, ohne dass man ein zweites Haus baut. Da muss es dann aber wirklich schon bombastisch laufen. Ansonsten wird das nicht möglich sein. Es gibt auch noch den normalen, sage ich jetzt mal, Tryhard-Boom mit 21 Siedlern. Da müsst ihr aber wirklich ganz genau abpassen, dass ihr wirklich genau genügend Nahrung und Gold habt, um Age-Up zu gehen. Ich werde euch hier jetzt den entspannten 22 Siedler Age-Up zeigen. So, yes? Die Karte ist auch am Laufen. In dem Moment, das Upgrade hier. In dem Moment will ich jetzt natürlich noch ganz kurz Nahrung weiter sammeln. Aber in dem Moment, wo ich halt auch Age-Up angeklickt habe, will ich eigentlich dann schon so langsam Richtung Gold rüber wechseln. So, ich pausiere jetzt an der Stelle, um die Age-Ups zu besprechen. Ich persönlich werde mit Pennsylvania Age-Up gehen. Es gibt aber auch noch eine Alternative. Das wäre Massachusetts. Ihr werdet damit mehr Punkte und eine höhere Wirtschaftskraft letzten Endes haben als mit Pennsylvania. Denn ihr kriegt zum einen für den Boom selbst 12 Siedler. Diese zählen zu den 99 normalen Siedlern dazu, werden also nicht oben drauf gerechnet und sammeln minimal schneller als normale Siedler, weil es Pilger sind. Aber das ist wirklich marginal schneller. Bedeutet natürlich, dadurch, dass ihr die recht früh spielen könnt, Age 3 dann schon, dass ihr, wie gesagt, schneller Age-Up seid mit einem drum und dran. Schön, cool, alles geil. Zudem kriegt ihr noch einen Trade, und zwar das ist der Trade von den Indern, Franzosen oder Irokesen. Sprich, Nahrung zu Gold. Ihr sammelt Nahrung auch schneller als Gold auf Mühlen letzten Endes, als auf Plantagen. Ne? Klingt alles richtig cool. Ihr werdet damit mehr Punkte haben in 40 bzw. 60 Minuten. Aber... Und jetzt kommt dieses Riesen-Aber. Ihr habt hier diese Möglichkeit mit diesem Age-Up. Ich werde die Karte jetzt auch als dritte Karte spielen, dann werdet ihr sehen, was sie macht. Ich wollte es nur kurz sagen, das Age-Up, weswegen ich das Ganze mache, ist diese Karte. Die zweite Karte, die ich hier übrigens bekomme, ist eine Kirchenkarte. Es ist quasi sowas wie eine Kirchenkarte, wie bei den Europäern auch. Kennt ihr ja diese Schriftrolle. Ich kriege zusätzlich noch einen Kirchenwagen, was bedeutet, ich kann zwei Kirchen haben. Jede Kirche produziert EP. Und damit habe ich halt noch ein bisschen mehr Erfahrungspunkte und kriege meine Karten etwas schneller auf Dauer zusammen. Ist jetzt aber nicht viel. Der eigentliche Effekt der Upgrade sozusagen mit der Kirchenkarte selbst ist useless. Ihr kriegt ein Upgrade, das wollt ihr nicht mal machen, dazu komme ich dann nachher, zeige ich dann auch. Und zweimal Militär für Überbevölkerung, für den Startkampf, das war es aber auch. Also ihr wollt eigentlich die Karte nur deswegen spielen, weil ihr dadurch mehr EP generiert. Und dadurch auf Dauer irgendwann mehr Karten bekommt oder schneller eure Karten zusammenbekommt. Aber eigentlich ist sie useless. Es geht wirklich nur um diese Karte hier. Orders, Miner. Yes. Yes, Miner. Hello, Miner. Hello. Oui, prêt. Ramasseur. Orders. Order, yes. So, Age-Up ist am Laufen. Ihr könnt 12 oder 11 Siedler irgendwas in dem Bereich auf Nahrung und auf Gold packen. Ich persönlich würde eher 12 Siedler auf Gold und 10 auf Nahrung normalerweise haben. Ich habe die jetzt aber recht lange auf Nahrung bereits gehabt
Wie ihr seht, gleicht sich das gerade wirklich relativ gesehen aus. Ich kriege gerade in etwa gleich viel Nahrung wie Gold und ich habe 200 Nahrung mehr. Das heißt, ich werde auf jeden Fall gut rauskommen für HR letzten Endes. I'll do it. Hunter, yes, on my Hunter. Hello. Orders? Yeah, hello. Orders? Yes. Wie ihr seht, ich habe gleich schon genügend Nahrung zusammen und werde jetzt auch schon die allerersten Siedler von Nahrung rüberziehen auf Holz, denn ich brauche gleich ganz schön viel Holz, so schnell wie möglich. Ich lasse noch kurz die Siedler auf Gold, tatsächlich, weil ich eine Sache noch machen will. So, ich pausiere jetzt hier absichtlich, um euch das nächste Age-Up zu zeigen. So, es gibt hier eigentlich nur eine ernsthafte Möglichkeit, das ist Indiana. Das ist auch das, was ich auf jeden Fall nehme. Ich will es nur kurz ansprechen. Es gäbe ja theoretisch hier in New Hampshire, ihr bekommt damit einen Fabrikwagen. Jetzt denkt man natürlich erstmal, boah, wie geil, drei Fabriken. Nein, bekommt ihr nicht. Wenn ihr dieses Age-Up nehmt, kriegt ihr eine Fabrik, die ihr nicht upgraden könnt, welche also schlechter ist als die H4-Fabriken. Und ihr kriegt mit jedem Age-Up Richtung H4, egal welches ihr nehmt, normalerweise zwei Fabrikwagen. Kriegt ihr, wenn ihr New Hampshire nehmt, nicht. Ihr kriegt dann nur zwei. Mit anderen Worten, ihr habt dann eine gute Fabrik und eine, die halt unupgraded ist, wenn ihr New Hampshire nehmt. Deswegen, nein, ihr wollt auf jeden Fall dieses Age-Up hier nehmen. Der Grund dafür ist, die Karte sorgt dafür, dass alle Einheiten und Fun Fact am Rande auch Technologien schneller entwickelt werden und zwar genau genommen 10%. Natürlich will ich jegliche Einheiten lieber 10% schneller ausbilden, von Kavallerie, Artillerie, Infanterie über Indianer, selbst bis hin theoretisch zu Siedlern, was man aber nicht für den Boom selbst nutzt. Ganz rein theoretisch habe ich schon Leute gesehen, die das genommen haben. Nee, danke. Just saying, wäre eine Option. So, ihr seht, ich habe jetzt schon die Karte gespielt für meine einen Queens, also die ich jetzt vom Age-Up bekommen habe. Der Grund dafür ist, ich bekomme... Ja, das passt ziemlich perfekt. Der Grund ist dafür, ich bekomme jetzt gleich einen Wagen und sobald der da ist, baue ich damit einen Nutzposten. Einen ganz normalen Nutzposten, wie ich ihn dann auch vorne für den eigentlichen Kampf sozusagen baue. Und ich zeige euch, sobald der da ist, dann auch, was der macht. So, ihr seht, es ist ein ganz normaler Nutposten an sich, aber ihr seht, ich habe jetzt diesen Nutzposten und habe dort die Cree. Als würde ich sie hier zum Beispiel haben und besitzen oder auf Dakota. Ich kann dadurch jegliche Sachen, die die Cree normalerweise machen können, auch so machen. Sprich, ich kann dauerhaft Überbevölkerung haben in Form von Indianern, die mich also keine Bevölkerung kosten. Das sind Plänkler, die Cree-Spurenleser. Das sind unglaublich starke, also tankige Plänkler. Die haben fast 800 Lebenspunkte. Und ja, wie gesagt, ich kann dauerhaft 13 Armee mehr haben. Des Weiteren kann ich über die Botschaft jetzt 5 Croix de Bois ausbilden. Die zählen, also Cree Croix de Bois, die zählen nicht zu den 3 Croix de Bois hier dazu, denn das sind normale. Und zählen auch nicht, weil sie Indianer sind, zu den 99 Siedlern, die ich über mein TC haben kann dazu. Sprich, ich habe 5 zusätzliche Siedler mehr, wenn ich diesen Age Up, den ich jetzt habe, nehme. Des Weiteren, seht ihr, habe ich hier ein Upgrade. Das mache ich jetzt tatsächlich auch, wenn ich einen Tryhard 21 Age-Up-Siedler mache, Boom mache. Weiß ich nicht, ob
sich das dann auch rentiert. Ich kann es jetzt aber auf jeden Fall machen mit dem 22 Siedler Age-Up, da ich jetzt auch das Gold dafür habe. So, ich klicke es auch jetzt direkt schon an. Dieses Upgrade, seht ihr, sorgt dafür, dass ich jegliche Einheiten der Indianer 45% schneller ausbilde, inklusive der Croix de Bois Indianer, die ich kurz danach dann dementsprechend gleich alle 5 hintereinander weg rauspumpen werde. Und die werden dann wirklich in ein paar Sekunden allesamt super schnell da sein. Oh, sorry. Das nächste Upgrade, was ihr noch bekommt, ist, jegliche Kavallerie und Infanterie wird 5% mehr Lebenspunkte haben. Eure Stoßtrupp-Infanterie sogar 10%. Ist ein nettes Upgrade. Und außerdem werden eure Gebäude 10% kostengünstiger mit diesem Upgrade hier noch. Hauptsächlich geht es mir aber darum, ach ja, und ihr könnt natürlich eure Kree upgraden. Hauptsächlich geht es mir aber darum, dass ich im Kampf dann die Kree habe und dass meine Armee, naja, 5% stärker ist. Das ist auch nicht schlecht. Aber ja, die Kree, die sind halt schon der Hammer. Deswegen nehme ich dieses Age-Up, just saying. Theoretisch, wenn ihr das nicht machen wollt und keine Kree haben wollt, eine etwas schwächere Armee haben wollt, etc., etc., dann könnt ihr natürlich die stärkere Wirtschaft nehmen und stattdessen traden. Schluck beim Trinken. Hui. Gut, let's get it on. Nicht wundern, ich werde jetzt übrigens auch gleich die 5 Musketiere, obwohl sie eigentlich nicht schlecht sind, töten. Muss man definitiv nicht machen. Wenn man das nicht macht, sollte man vielleicht etwas mehr Siedler in Nahrung bereits packen, damit man ein bisschen mehr noch vorsorgen kann, weil ihr ansonsten gleich haust seid, weil ihr halt 5 nochmal zusätzlich dazu bekommt. Yes, on my hunter. Orders, hunter. Hello. Orders. I'll get on my way. Carpenter. So, an der Stelle. Ich pausiere es gleich nochmal, wenn das Gebäude fertig ist. So, jetzt zu diesem Gebäude hier. Hello, Lumberjack. Hunter. Yes. Hello, Hunter. Ja. Was gibt's dazu zu sagen? Ihr seht, es ist eigentlich ein Kapitol. Ihr habt hier unten sowas wie Spione, die ich normalerweise übrigens niemandem im Rush empfehlen würde. Ihr habt sowas wie die Indianer, Imperial Upgrade, Blockade, die meistens sowieso deaktiviert ist. Ihr habt dieses Upgrade wie sonst auch für den Helden, die 2 Stück. Also sprich, wenn ihr das hier macht, gibt es noch ein zweites hinterher. Ihr habt zusätzlich die Imperial-Ups für Gold, Holz und Nahrung, ähnlich wie ihr sie kennt. Es ist eigentlich genau das gleiche, nur bei den Europäern sind es 50%, hier nur 40%, aber es sind die Imperial-Ups. Ihr habt zusätzlich auch die Einwanderer, die kostet, hat als einzigen Effekt, dass ihr halt pro Einwandererkarte, die ihr gespielt habt, sprich diese Karten hier, die 3, zahlt ihr 100 Gold weniger, ist ansonsten Einwanderer. Dann habt ihr noch zusätzlich 3 weitere Upgrades und das sind diese hier. Beginnen wir damit. Das hier macht man auch Richtung Age 5. Sobald ihr Age 5 angeklickt habt, wollt ihr das so schnell wie möglich auch haben, denn mit diesem Upgrade werdet ihr das nächste Upgrade, Age Up, 50 Sekunden schneller erreichen. Sprich, ihr werdet es nachher sehen, ich werde Age Up klicken und wenn ich Age 5 angeklickt habe, bin ich kurz danach auch schon Age 5 da, weil es halt dann nicht mehr 1,5 Minuten dauert, sondern nur noch 40 Sekunden. Ne? Außerdem kriege ich hiermit noch Wall-Lebenspunkte und Gebäude-Lebenspunkte mit dem einen Upgrade zusätzlich obendrauf. Und es gibt noch ein Upgrade, das hier. Bauwagen sind kostengünstiger, holztechnisch und schneller und stärker. Jetzt fragt ihr euch natürlich, was wie wo? Bauwagen? Ja.
Ihr könnt aus eurem Konsulat Gebäude bauen oder Bauwagen entsenden, die dann Gebäude bauen, die sich selbstständig bauen. Zum einen Dorfzentren, deswegen habe ich überhaupt das Konsulat gebaut, denn auf diese Art und Weise müssen meine Siedler, denn mein Hero kann es leider nicht, keine TCs selber bauen, sondern die bauen sich selbst auf und können währenddessen sammeln. Und ich kann jetzt hier ganz entspannt die Town Center einfach schicken und darüber so schnell wie möglich dann auch auf meine maximale Siedleranzahl kommen. Zudem kann ich übrigens auch Mühlen, Handelsposten, Außen, also Türme, Plantagen und Bankwagen theoretisch, falls ich die Bank verlieren sollte, mir jederzeit halt schicken. Ja, nette, geile Sache. Nettes Feature. Gut, dann machen wir mal weiter. Yes? Yes, sir. Tansi. Orders. Hello. Yes. Hello. Orders. Yes. Hello. Yes. I'll do it, Hunter. Orders. Hello. Yes. Hunter. Hello. I'll do it. Orders. So, ihr seht gerade, ich bin jetzt hier auf. Vom Holz ganz stark runter, denn ich habe jetzt gerade meine TCs, alle drei. Ich sammle trotzdem gerade noch minimal weiter, um auf jeden Fall hier jetzt auch Hunting Dogs so schnell wie möglich noch zu bekommen. Und der Grund ist halt, warum ich jetzt so stark auf Nahrung gehe, ist, ich brauche jetzt erstmal jeden Augenblick Nahrung, um meine Siedlerproduktion weiter gewährleisten zu können. Des Weiteren gehe ich jetzt mal kurz schon auf Holz hier nochmal mit rüber, um das Holz-Upgrade zu bekommen. Für Gold und dann geht's auch gleich auf Gold und ich schicke so schnell wie möglich dann auch die zusätzliche Karte für. Die zusätzliche Karte für das weitere TC und vor allem auch für die Bisons. Der Grund, warum ich die Karte spiele, ist der, dass ich keine Termite sein will und ansonsten meine kompletten Teammates quasi alles. Wegklauen muss an Nahrung, denn ihr werdet sehen, ich werde kaum noch zum Age-Up kommen, wenn ich jetzt nicht, ihr seht, Nahrung ist bald hier weg auf der Karte. Wenn es ein Teamgame wäre, hätte ich natürlich theoretisch genügend Nahrung, um alles wunderbar zu machen, aber wenn ich das mache, dann muss ich absolut asozial Thema zwei können wir auf Holz bleiben wegen Ausbauen gleich. Muss ich absolut asozial sein wegen Holz, wegen Nahrung letzten Endes. Denn ihr seht, ich habe jetzt keine mehr. Mit dieser Karte hier kriegt das komplette Team theoretisch ein Dorfzentrenwagen, kann ein Dorfzentrum mehr bauen und kriegt 6 Bisons pro Dorfzentrum, sprich 12.000 Nahrung. Das mit den Bisons klappt teamtechnisch aktuell nicht, ist noch verbuggt. Sprich, nur der Amerikaner selbst kriegt die Bisons, die 6 Stück pro TC. Und damit 12.000 Nahrung, die er handeln kann zusätzlich. Aber ja, die sind auch bitter notwendig, wenn ihr keine Termite seid und nicht irgendwie 8 Hunts durch Zufall überhaupt. Ohne dass das eure Teammates tangiert in ihren eigenen Booms. Von daher, ja, ihr braucht die Karte leider. Bedeutet natürlich aber auch, andernfalls könnte ich jetzt halt schon quasi jeden Augenblick Age Up gehen, geht jetzt natürlich so rum nicht. Hello. Yes.
Miner. Hello. Miner. Order Hunter. Ein bisschen mehr brauche ich schon noch. Ich habe gleich 4 TCs. Und auch wenn ich jetzt so schnell wie möglich auch auf das Gold kommen will, aber ich brauche ein bisschen was. Orders, I'll do it. Yes, sir. Yes. Miner. So. Ich kann jetzt H4 anklicken. Richtung H4 gibt es 2 ernsthaft sinnvolle Varianten. Variante Nummer 1 ist diese hier. Die sorgt dafür, dass euer kostengünstiger Plänkler, zu dem ich nachher ja bei den Einheiten komme, eine Angriffskraft mehr hat. Einen einzigen, da komme ich nachher nochmal dazu später. Und ihr könnt Fake-Kanonen ausbilden, die halt als Köder fungieren, die halt zum Beispiel wie eine Kulverin aussehen können. Die haben auch Angriffsmuster und so weiter wie eine Kulverin, machen aber keinen Schaden beim Gegner. Damit könnt ihr natürlich so tun, als wenn ihr zum Beispiel 6 Kulverin hättet, habt in Wirklichkeit nur 2. Die 2 schießen auch eine gegnerische Kulverin kaputt. Ihr benutzt aber die 2 plus die 4 Fake-Kulverin und könnt damit halt totale Verwirrung sorgen und der Gegner weiß nicht, welche der Kulverin tatsächlich jetzt gerade effektiv den Schaden gemacht hat und müsste halt alle töten. Ist theoretisch, wenn es funktionieren würde, total OP, meiner Meinung nach. Funktioniert aktuell sowieso nicht, ist ein bisschen gebuggt. Das Spiel crasht dadurch ziemlich häufig, wenn ihr diese Kanone benutzt. Von daher, bitte macht das aktuell nicht. Des Weiteren gäbe es einen Bug mit Kalifornien. Ja, der ist mir bekannt. Wird behoben, deswegen auch das mache ich nicht. Ich möchte keine Bugs benutzen. Welches Age-Up benutze ich? Ich nehme den Jersey. Der Grund dafür sind die 2 Karten hier. Denn die Karte hier sorgt dafür, dass im Anschluss alle weiteren Karten quasi instant kommen. Spiele ich als vorletzte Karte vor der hier. Einfach nur, dass dann nämlich die Unendlichkeitskarten schneller kommen. Ansonsten ist sie nicht ernsthaft notwendig, gebe ich ja zu. Des Weiteren gäbe es hier noch die Variante, dass ihr nämlich mit der Karte bei jeder weiteren Kiste 900 zusätzliche Rohstoffe vom selben Rohstoff bekommt. Mit anderen Worten, die 300 unendlich Holzkarte, die ich im Deck habe, wird zu einer 1200 unendlich Holzkarte. Zudem werden die Rohstoffe, wie dort auch steht, direkt ins Lager überwiesen. Das heißt, ihr kriegt keine Kisten, sondern Karte ist durch, ihr habt instant 1200 Holz mehr. Die müssen nicht eingesammelt werden. Und dank der zweiten Karte hier, wie gesagt, ist die Instant da. Also solltet ihr mal irgendwann im Kampf durch Zufall 20 Karten angehäuft haben, was eigentlich nicht der Fall sein sollte, aber ne, könnt ihr alle 20 Karten innerhalb von 20 Sekunden in etwa, dauert das dann, weil ihr dann pro Karte eine Sekunde in etwa noch braucht, spielen und habt dann mal eben plötzlich, naja, 20 mal 1200 Holz mehr. Just saying. Das gleiche könnte man natürlich auch mit anderen Unendlichkeiten Rohstoffkarten machen, aber ja. Wie gesagt, alternativ wäre das hier sonst noch möglich, wenn ihr das macht, habt ihr gleich auch noch 600 Holz für eure Mühle und ein Haus und einen Siedlerwagen, wäre natürlich alles richtig geil, damit würde der Boom natürlich auch nochmal ein bisschen besser werden. Ich werde trotzdem das hier nehmen, da bekommt ihr stattdessen eine Pferdeartillerie. Ja, ist jetzt nicht so geil für einen Boom, ich werde diese nicht töten, sondern stattdessen ein Haus bauen, aber ja. Ist ein bisschen blöd. Yes, Hunter. Oui, bonjour, Masson, Bûcheron. Gerade bei einer 40 kann man übrigens auch noch darüber diskutieren, viel, viel früher die Kirche zu bauen, also sprich direkt nach oder vor den TCs.
und dann halt auch noch die Kirchenkarte zu spielen, um noch schneller die Karten zu haben. Hello. Orders on my hunter. Yes, yes, sir. Hunter. I'll do it. Hunter. Ich dachte, das wäre ein my hunter. Schade. Hunter. Gut. Ich bin ja jetzt Edge 4 und hier gibt es jetzt zwei Variationen. Ich hätte bereits vor ein paar Sekunden auf Holz rüber wechseln können mit mehreren Siedlern, gerade auch von Gold wäre das Ganze gewesen. Habe ich bei dem Boom, den ich hochgeladen habe, auch so gemacht. Dann würde ich jetzt die Siedler wagen. Jeden Augenblick schon bekommen mit allem drum und dran und hätte die halt, könnte mir die halt ausbilden aus der Mühle. Ich persönlich würde jetzt gerne mal ausprobieren und ich denke, das würde fast die sinnvollere Art und Weise sein. Ich gehe jetzt erst Richtung H5 und sobald ich Richtung H5 unterwegs bin, werde ich ja sowieso extrem stark auf Holz gehen, mir dann davon auch die Mühlen kaufen, also so schnell wie möglich das Upgrade und die Mühlen tatsächlich und auf diese Art und Weise die 5 Siedlerwagen halt so halt auch bekommen. Natürlich kriege ich sie jetzt dadurch 2 Minuten später. Ich wollte nur sagen, wie gesagt, beim anderen Boom werdet ihr sehen, habe ich die Siedlerwagen halt schon vorher gemacht und es ist theoretisch der effektivere Boom wahrscheinlich. Ich bin mir da nicht hundertprozentig sicher, das hier ist jetzt eher der lazy, entspannte Boom. Hello, Hunter. I'll do it. On my way. Yes, yes, sir. Hunter. Orders. Yes, I'll do it. Hunter. Ich brauche noch mehr Gold. I'll do it. Ich hätte vielleicht schon auf die Mine einfach gehen sollen, wäre schneller gegangen. Hello, I'll do it. Yes, sir. Hä? Habe ich die zweite Fabrik schon? Wieso konnte ich die gerade nicht anklicken? Orders on my way. Hunter, I'll do it. Hunter. Das war gerade irgendwie weird. Hello. Orders. Yeah, I'll do it. Yeah, I'll do it. Hunter. So, ich kann jetzt H5 gehen. Ich breche das hier mal ganz kurz ab, ne? So, ich kann H5 gehen. H5, seht ihr, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Für mich gibt es eigentlich nur eine relevante, das ist die hier. Mit der kriege ich zum einen Wirtschaft von 10% mehr auf Mühlen und Plantagen. Zum anderen kriege ich damit die Flagge, dass die Flagge eine größere Reichweite hat. Zu der Flagge komme ich nachher. Ich kann eine Flagge mit dem Hero setzen. Und alles, was in der Reichweite der Flagge ist, kriegt 10% mehr Lebenspunkte, 10% mehr Angriffskraft und jegliche Gebäude produzieren, die in dieser Reichweite der Flagge sind, auch alle Einheiten 10% schneller. Von daher, ich will auf jeden Fall diese Karte haben, die ist der absolute Hammer. So, H-Hub ist angeklickt. In dem Moment probiere ich noch kurz Gold zu sammeln. Ich brauche nämlich jetzt erstmal ein bisschen was noch für... Oh. Erstmal brauche ich ein Haus, das wollte ich gerade schon gebaut haben. Ärgerlich. Yes, on my way. Yes, sir. Gut, denn ich kann jetzt dieses Upgrade hier klicken und ihr werdet gleich sehen, der H-Hub wird gleich, das H-Hub hier wird gleich einen Sprung machen und ich werde ziemlich viel schneller H-Hub kommen. Yeah, and there I am. Und damit kriege ich jetzt nämlich auch Holz, was ich brauche, um so schnell wie möglich dieses Upgrade hier gleich zu machen, nachdem ich das Holz-Upgrade jetzt hier auch gemacht habe. Und zum anderen, um jetzt dann so schnell wie möglich meine Siedlerwagen zu bekommen.
Yes. Hello. On my way. I'll do it. Lumberjack. Yes. Builder. Car builder. Lumberjack. Orders? On my way. Yes. Ihr seht, ich könnte jetzt auch den mir einfach so holen, aber ich kann ihn jetzt auch darüber ausbilden, über die Mühlen, die Siedler waren. Das bedeutet natürlich, ich baue jetzt schon dann die 5 Mühlen, beziehungsweise jetzt halt schon 5 Mühlen, obwohl ich gar keine 5 Mühlen brauche. Lumberjack. Hello. I'll do it. Orders? Order Lumberjack. Yes. Lumberjack. Ihr seht, das habe ich jetzt sogar noch gemacht, bevor ich hier das Upgrade dafür habe für Nahrung und für Gold. Einfach damit ich die Silavang noch schneller habe und da ich jetzt auch echt wenig gerade auf Nahrung mühlentechnisch und technisch hatte, weil Tiere betrifft das Ganze nicht. Betrifft übrigens kein H5H-Up. Ich weiß nicht genau, warum es hier auch irgendwie, glaube ich, die Mine mit betrifft. Ja, hier auch Mine, aber normalerweise nicht bei den meisten Nationen nicht so. Ihr seht, ich habe jetzt auch genug Nahrung, da ich von Tieren langsamer jetzt sammeln werde als von Mühle. Nachdem ich alle Upgrades habe, fange ich jetzt also auch schon an, die ganzen Mühlen-Upgrades zu schicken und Co. Nein, halt, ich mache noch was anderes. Ich schicke erst die Kirche und dann die Mühlen-Upgrades. Die Kirche könnte man halt auch schon früher schicken. Ich glaube, ich habe es vorher schon kurz erwähnt. Lumberjack. Hello. Builder. Lumberjack. Orders. Forward march. Advance. Orders? Yes, sir. Aufgabe? So, und es tut mir leid, aber ich muss mal ganz kurz auf Klo. Deswegen pause ich jetzt hier mal ganz kurz. Bis gleich. So, da bin ich wieder. So. Yes, I'll do it. On my way. Wie ihr seht, Kirchen produzieren EP und ich krieg dadurch jetzt mehr EP. Hallo? Aufgabe? Ja. Richtig, wird gemacht. Bauer. Hello, I'll do it. Yes, I'll do on my way. Yes, I'll yes, sir. I'll do it. Yes, sir. Dankeschön. Hat ja auch ein paar Versuche gedauert. Yes, advance. So, da der eigentliche Boom vorbei ist, nehme ich jetzt auch die Schätze, denn jetzt werden sie keine Relevanz mehr für den Boom haben. Und werden normalerweise weg und vor allem, wenn ich die jetzt
hier gerade der kam, damit ich dann auch gleich hier weinen kann und so weiter. Zumindest die zwei hier, den einen hier hinten, den lasse ich jetzt einfach da, drauf geschissen. Wobei, scheiß drauf, ich nehme den einfach mit. Auf die 300 Rohstoffe insgesamt kommt es nicht drauf an, beziehungsweise 20% mehr Lebenspunkte vom Kundschafter. Orders, I'll do it. On my way. Yes? I'll do it. Hello. Orders, I'll do it. Yes, on my way. Farmer. Hello. Yes, farmer. Orders, yes, on my way. Farmer. Hello. Orders, yes, sir. Yes. Hello. Hello. Farmer. Orders. I'll do it. Yes, on my way. Hello. I'll do it. Tansi. Orders. Yes, sir. Yes. I'll do it. Hello. Persönlich packen wir meinen Spezialsieger, die Kolle vor, damit ich sie nicht aus Versehen nach hier irgendwann mal töte. Extra auf andere, zu anderen Gebäuden mit hin. Orders? Yes, on my way. Farmer, hello. Hello, orders, Lumberjack. Orders? Sprich, ich packe jetzt hier noch weiter Siedler hin. Ich will aber die 5 Kolleboard zum Beispiel hier hinten auf dem extra Teil haben. Und die 3 packe ich mir zusammen mit einem. Hallo? Habe ich den letzten Siedlerwagen? Ja. Da ist er. Mit dem Siedlerwagen zusammen auf einer anderen. Auf einer anderen Mühle, damit ich die halt hier hinten auch nicht töte. Ach ja, ihr wundert euch vielleicht, warum nehme ich nicht die Tupi früher. Es gibt einen Bug, dass wenn ihr 2 Indianer-Posten, die nicht die Cree übrigens sind, auf der Karte nehmt, dass ihr dann die Upgrades von den Cree hier nicht mehr machen könnt. Und ich will ja alle Upgrades haben, deswegen nehme ich die erst, bevor ich die Nuts nehme. Auch wenn es natürlich theoretisch geiler wäre, wenn ich jetzt schon auch die kostengünstige Holzhand nochmal gehabt hätte, aber hey, so what. Jeden Fall noch mehr Mühlen. Yes. I'll do it. Yes. Orders. Yes. On my way. Yes, sir. Hello. Hello. Lumberjack. Orders. Yes. Yes. Ich würde jetzt gerne einfach die die Mühle da drüber aufbauen. Lumberjack. Ist mir jetzt aber zu weit, dass sie dort hinten angekommen ist. Yes. Hello, farmer. Hello. Yes, farmer. So. Die letzte Karte für Gold fehlt mir noch leider. Yes. Orders. Builder. Carpenter. Builder. Carpenter. Builder. Carpenter. Builder. Carpenter. Builder. Carpenter. Builder, carpenter. On my way, lumberjack. Bei NR40 würde ich übrigens jetzt anfangen, diese Karten hier zu spielen und auf keinen Fall das weiterentwickelte Arsenal bis 40 spielen. Ich kann es mir bei NR60 erlauben, für alle Leute, die faul sind. Ich persönlich spiele es nicht. Dementsprechend mache ich jetzt die Upgrades. Beziehungsweise ein paar Sekunden, weil ich erst noch stimmt. Orders? Kurzzeitig Carpenter. Noch Artillerie Carpenter. Und Co. draußen haben Lumberjack. Will für yes. meine Karten. Hello. I'll do it. Orders? Hello. Farmer. Orders. Farmer. Farmer. Yes. Farmer. Hello, builder, carpenter, farmer. Orders. Builder, carpenter. Carpenter, builder, carpenter. Miner.
Der Grund, warum ich jetzt so schnell wie möglich auch hier so viel baue, ist eher, dass ich halt einfach recht schnell meine Karten raushaben will, damit ich so schnell wie möglich auch die letzte Goldkarte habe. Denn das hier ist dann jetzt meine letzte Eco-Karte, alle anderen Eco-Karten habe ich dann damit gespielt. Normalerweise würde ich dort hinten meine Armee sammeln. Ich ziehe jetzt alles hier nach vorne, damit mir die KI nie auf den Sack gehen kann. What is your command? I'm going right. I'm going now. Stop it. Yes. I'll do it. Ich hab noch nicht alles aufgenommen, das ist zwei Hagelicht. Yes, right, I'll do it. Attack! Yes, hello, yes, on, yes, on, yes. Miner. Hello, on my way. Stop it. Orders? Guatavo. Zade, Vutska. Hello. Orders? Yes. Yeah. Orders? Minor. So, ihr seht, der eigentliche Boom ist gemacht. Ich werde mich jetzt bis Minute 60 muten und dann was zu den einzelnen Einheiten und Kronenhäuser an. Orders. I'll do it. Yeah, I'll do it. Yeah, I'll do it. Yes. I'll do it. Orders. On my way. Hello. Yes, sir. Yes. I'll do it. Hello. Yes, sir. Orders. I'll on my way. Yes, sir. Yes, on yes, sir. I'll do it. Orders. On I'll do it. Builder. Carpenter. Builder. And attention. Make ready. Forward march. Hey, stop, stop, stop it.
Stop it. Yes. Hello. Carpenter. Builder. Carpenter. Builder. Carpenter. Builder. Carpenter. Builder. Carpenter. Builder. Carpenter. Builder. Carpenter. Hello. Orders on my way. Miner. Orders, miner. Yes. Hello. Orders. Yes, orders. Yes, sir. Miner. Yes. Or yes. Hello. I'll do it. Orders. Attention. Make ready. Forward march. Orders. Builder. Carpenter. Yes. Yes. On my way. Tabiza. Hello. Yes, sir. Builder. Miner. Hello. Orders. Miner. Yes, miner. Orders. Advance. Advance. Make ready. I'm ready. Okay.
Hansi. Zade. Right. What is your command? I'll consider it done. I'm going now. I'm going now. Yes. Forward, march. Make ready. And make ready. Ha. Hey. Tapes, guatavo. Tapes, guatavo. Orders. Advance. Forward, march. I'm ready. I'm going now. At attention. What is your command? I'll do it. What is your command? Advance! Make ready! I'm ready. I'll do it. I'll do it. Yes? Right. Ready to fire. Ready! Yes, sir! What is your command? I'll do it. Tape! Zade! Utska! Kikwe! Kako! Nakote! Orders! Kabiz! Za! And attention! And be forward, march! What are my targets? Orders? Yes, sir! Ready to fire. Right away! What is your command? I'll do it. I'm going now. I'll do it. Orders? Minor. Orders? I'll do it. Thank you.
ready. Tansi. Kikwe. Tansi. Kikwe. Tansi. Kikwe. Tansi. I'm ready. I'm going now. What are my targets? Yes. Advance. What is your command? Consider it done. Attack! Za Utska za Utska za
Kikwe, omisi, kakote, omisi. Yes, forward, march! Attention. Make ready. Advance. Forward. Advance. What is your command? Consider it done. What is your command? I'll do it. I'm ready. I'm going now. Orders, make ready.
way. Dakote. At attention. Consider it done. Orders? Mercy. At attention. Kikwe, Omisi. I'm ready. I'm going now. Thank you.
Gut, willkommen zurück an dieser Stelle. Ich hoffe, das Bild ist auch soweit ganz gut. Ihr seht die Punkte. Eine Anmerkung zum Boom. Ich habe super spät mitbekommen, dass ich das Holz-Upgrade, die 30%, die super billig sind, im Kapitol nicht gemacht habe, aber das Kapitol-Upgrade immerhin. Das Kapitol-Upgrade kostet viel, viel mehr und bringt auch nur 10% mehr, also 40% statt 10%. Ich will natürlich erst, wenn ich Age abgehe, das Upgrade machen, dass ich schneller Age abgehe. Danach so schnell wie möglich das dritte Holz-Upgrade und dann natürlich das Holz-Upgrade im selbst, beziehungsweise dann auch das kostengünstigere für die Wagen und so weiter. Aber ja, ihr habt ja ansonsten den Boom soweit gesehen, der war abgesehen von dieser einen Sache recht gut. Ärgert mich natürlich trotzdem, dass ich das Upgrade jetzt nicht gemacht habe. Das ist ärgerlich. So oder so, kommen wir jetzt zu den Einheiten. Ich habe ja versprochen, wir kommen zu den Einheiten. Um es zeigen zu können, werde ich jetzt hier einmal nur ein bisschen was an mich vorne behalten. Den Rest hier hinten töten. Damit die KI mich weiterhin nicht angreift und nervt. Ich aber an sich euch wunderbar die Einheiten präsentieren kann. Gut. Gut. Dann beginnen wir mal ganz kurz. Ich google noch ganz kurz den Cheatcode einmal für die komplette EP. Okay. Da haben wir ihn. Wunderbar. Dann kann ich jetzt das hier auch schließen. Ich hoffe, das Bild sollte jetzt gut sein. Gut, ihr seht, ich habe jetzt nur einfach gerade noch, also das war jetzt. Ich habe schon alle schnelle Ausbildenkarten an sich gespielt für die normalen Einheiten. Also sprich, ich kann jetzt schon, bevor ich das Ganze mache, ich hier auch einmal zeigen. Wird super schnell ausgebildet. Normale Ausbildungsgeschwindigkeit für ein Musketier. Auch eine relativ gesehen normale Ausbildungsgeschwindigkeit. Der Hussar und der Dragoner, auch die werden relativ gesehen normal ausgebildet. Das ist jetzt nicht so extrem. Artillerie. Achso, da fehlt noch eine Karte. Ich zeig das jetzt auch mal einmal ganz kurz, um zu zeigen, hier, wie das normalerweise jetzt ist bei Kampfbeginn. Ihr seht, Ausbildungsgeschwindigkeit ist okay. Bei Artillerie könnte definitiv schneller sein. Infanterie ist recht gut. Aber es ist halt eine Ausbildungsgeschwindigkeit der Artillerie, die dank der einen Karte 10% schneller ist als bei den Briten oder Deutschen zum Beispiel, die gar keine weitere Ausbildungsgeschwindigkeit haben. Ansonsten ist es halt wirklich normale Ausbildungsgeschwindigkeit. Ich spiele jetzt mal die weiteren Karten. Es ist jetzt nicht unbedingt ganz die Reihenfolge, wie ich es spielen würde. Also die ernsthafte Reihenfolge wäre wahrscheinlich diese. Aber ich weiß es gar nicht. Wahrscheinlich eher diese. Die drei Karten hier spiele ich jetzt absichtlich noch nicht und die zwei hier oben zeige ich nachher noch. Die eine Karte kann ich auch gerade noch gar nicht spielen, weil ich zu viele Türme habe. Das ist die hier. Die ist erst möglich, wenn ich die Türme habe. Gut. Löschen wir einmal ganz kurz und dann baue ich gleich einzeln, nachdem alle Karten durch sind und alles jegliche Einheiten einmal.
und erzähle dann auch zu den jeweiligen Einheiten kurz was. Schade, dass ich das Arsenal noch nicht gemacht habe. Wenn ich die Karte übrigens durch habe, kriege ich ein Arsenal an. On my way. I'll do it. Und ab dem Moment sind alle Arsenal-Upgrades inklusive dem ganz am Anfang kostenlos, brauchen aber auch deutlich länger, um ausgebildet zu werden. Ich gehe mal davon aus, die meisten von euch wollen es lieber haben, anstatt eine Ausbildungskarte für NR60. Weil dann halt alle Upgrades bereits durch sind und kostenlos. Gut, beginnen wir ganz kurz mit der Kulverin, denn an der ändert sich jetzt nichts mehr mit all den Karten. Ihr seht, die Kulverin, normale Ausbildungsgeschwindigkeit. Sie ist aktuell mit allen Karten eine 3-Hit-Kulverin, das wird noch gepatcht werden, wurde bereits angekündigt, das heißt, das wird sich auch in naher Zukunft ändern. Aktuell hat sie jedoch so viele Lebenspunkte, dass ihr 3 gegnerische Kulverinen braucht, um eine Kulverin zu töten. Ansonsten seht ihr 10% schneller als sowas wie Deutsche oder Coop wirklich ausgebildet, kostet ansonsten gleich viel und hat dank der Aura hier 10% mehr Angriffskraft als normalerweise. Ansonsten normal. Mörser, auch genau das gleiche, ist aktuell leicht tankiger, weil als normaler Mörser wird aber, wie gesagt, genauso wie eine Kulverin normal ausgebildet. Ihr seht, das ist halt das, was aktuell die Aura ausmacht, weswegen ihr halt 3 mit Kulverin habt. Ansonsten normale Kulverin. Das gleiche hier, mehr Lebenspunkte, mehr Angriffskraft, allerdings halt auch nur innerhalb der Aura. Gut, kommen wir zu der Gatling Gun und die würde ich gleich direkt mal im Vergleich zu der Pferdeartillerie setzen wollen. Dafür muss allerdings die Pferdeartillerie-Karte durch sein. Ich glaube, ich habe alle Kavallerie-Karten durch. Dann kann ich die jetzt einmal zeigen. Hussar, wie gesagt, normale Ausbildungsgeschwindigkeit, ihr seht's. Ist an sich ein ganz normaler Hussar, kostet genauso viel wie ein normaler Hussar, hat aber aufgrund der Aura mit allem drum und dran mehr Lebenspunkte und mehr Angriffskraft als normalerweise die meisten und ist damit leicht tankiger. Ist schon eine geile Sache. Bedeutet einfach, ihr habt quasi einen britischen Hussar dort tatsächlich stehen. So, alle Infanteriekarten. Ah, halt. Oh, es sind noch die ganzen Upgrades hier. Ich habe mich gerade schon gewundert, es tut mir leid. Da kommt auch was oben drauf. Das ist nur noch Geschwindigkeit. Und das hier müssten noch die Lebenspunkte, glaube ich, die Artillerie sein. Ich werde die gleich nochmal einzeln reinziehen, die Artillerie und präsentieren, wie stark sie dann tatsächlich ist. Aber ihr habt gesehen, an sich, sie sind halt leicht stärker als normale. Also bei Kulverin und Mörser, das sind halt die europäischen Kulverin und Mörser. Das ist halt Standardeinheit, bloß halt dank, gerade auch wenn ihr dann die Upgrades habt, sind sie auch genau das gleiche. Bloß halt dank der Flagge etwas stärker. Und werden 10% schneller ausgebildet dank der Flagge, plus die 10%, die hier nochmal sind. Also insgesamt 20% schneller als beim Europäer, bei zum Beispiel den Deutschen oder Briten oder Spanier. Insane. Ja, die Pferdeartillerie ist jetzt durch. Ich werde sie gleich auch direkt mal in Kombination
mit der Gatling Gun spielen. Das heißt, ihr seht, beide werden gerade ausgebildet. Die Pferdeartillerie wird halt dank der Karte etwas schneller ausgebildet als die Gatling Gun. Beide sind aber relativ gesehen gute Geschwindigkeiten. Jetzt nicht überpervers, aber gut. Die Pferdeartillerie hat mit allem drum und dran, wie ihr seht, doch recht viele Lebenspunkte auch und recht guten Angriffswert. Die Gatling-Kanone hat einen minimal schlechteren Angriffswert, wenn man alles zusammenrechnet, und das noch plus 25%, weil sie dank der einen Karte, die ich jetzt übrigens nicht im Deck habe, der Gatling-Karte, nochmal 25% mehr Angriffskraft hat. Wenn man alles zusammenrechnet, klingt das erstmal ja, recht geil, auch für die Gatling-Kanone. Sie hat halt nur einen Flächenschaden weniger und bewegt sich halt minimal langsamer. Das heißt, chasen, was wie vorziehen, schießen und zurückziehen, macht sich damit deutlich schlechter. Sie ist wirklich nur minimal schwächer als die Pferdeartillerie pro Pop gerechnet. Man muss allerdings sagen, zum einen, sie kostet derzeit unschlagbar wenig. Zum anderen, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass das genervt wird. Ich bin mir sicher, dass die Kosten so nicht bleiben werden. Wenn die Kosten so bleiben werden, dann ja, auf jeden Fall spielt Gatling-Kanon. Schade, die Pferdeartillerie sind cool. Dann packt ihr die Pferdeartillerie-Karte raus und nehmt stattdessen die Gatling-Gun-Karte H4 rein. Also wenn das so bleiben sollte, dann ist Gatling-Gun einfach wegen der Kostenersparnis die bessere Wahl. Aber ich bin mir zu 99% sicher, das ändern sie, und dann werden es Pferdeartillerie sein, die besser sind. What are my targets? Yes, sir. What is your command? What is your command? What is your command? Gut. Kommen wir zum Dragoner. Der Dragoner hat alles im allem 46 Angriffskraft, wenn ihr beides zusammenrechnet, bei einer 16er Range. Ein Dreifach-Multiplikator gegen Kavallerie, 405 Lebenspunkte, ist ein akzeptabler Dragoner. Jetzt nichts, wo ihr da steht, boah wie geil, boah wie scheiße. Recht negativ ist, dass er nur 10 anstatt 20% Fernkampf-Resistance hat, so wie ein Reuter zum Beispiel. Aber ja, im Endeffekt, also nichts wirklich Besonderes, nichts wirklich richtig Gutes. Ist halt ein Dragoner. Aber wie gesagt, ihr habt ja eh einen britischen Hussar, der echt geil ist. So, dann kommen wir mal zu dem Plänkler hier. Es gäbe für ihn noch eine Karte im Age-Up, dann könnte ich die zwei Karten hier nicht mit bei haben, zu denen komme ich gleich noch. Dann hätte der noch eine Angriffskraft mehr. Dann wären es 37, damit könntet ihr sogar übrigens besser noch Age-Up gehen, noch schneller mit allem drum und dran, weil ihr Holz bekommt anstatt einer beschissenen Pferdeartillerie zu dem Zeitpunkt. Aber ja, just saying, das ist ein recht geiler Plänkler. Ihr habt gesehen, die Ausbildungsgeschwindigkeit ist lächerlich. Er hat extrem viele Lebenspunkte verhältnismäßig. Wenn ich jetzt mal bedenke, ein deutscher Plänkler hat halt weniger Lebenspunkte, hat zudem auch ganz normal 30% Range Resistance, hat einen 2,5-fach Multiplier gegen Heavy Infanterie und 2-fach gegen Kavallerie. Ein normaler Plänkler hat 3-fach gegen Heavy Infanterie, hat, ich glaube, auch 36 Angriffswert, hat dafür, wie gesagt, ein bisschen weniger Lebenspunkte und hat 20 Range. Ist an sich halt ein guter Plänkler, kann man echt nicht sagen, gerade für die Ausbildungsgeschwindigkeit, das ist insane. Der kriegt übrigens pro Plänkler, der dort steht, bis zu einem Maximum von 50. Machen wir es einfach mal. Yes.
Tansi. I'm ready. Ready to... Yes. I'm going now. Bis zu einem Maximum von 50. Ich habe den jetzt extra mal weggepackt. Ihr seht, kriegt er jedes Mal noch einen Lebenspunkt pro weitere Einheit, die dort steht, dazu. Das heißt, das, was ihr gerade seht, ist das Maximum, wenn ihr halt wirklich alle 50 draußen habt, was der an Lebenspunkte haben kann. Und das ist schon echt verdammt viel, dafür, dass er sonst halt einen recht guten Angriffswert hat und fast mit einem normalen Plänkler angriffstechnisch mithalten kann. Dafür halt quasi 100 Lebenspunkte fast mehr zu haben, ist schon insane. Zumal die Ausbildungsgeschwindigkeit einfach total krank ist. Richtig heftig wird es dann aber, wenn ihr euch anguckt, wie wenig er kostet. Ja, er kostet Holz. Scheiße. Ist nicht so geil. Aber der ist halt deutlich billiger als ein normaler Plänkler. Wenn ihr euch anguckt, ein normaler Plänkler kostet 60 Nahrung und... Nee, kostet der nicht. Ich bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher, was die Nahrung anbelangt. Ich meine 60 und 30 Gold, so oder so. Das ist ein extrem billiger Plänkler. Der Plänkler kostet 50 Gold und 70 Nahrung. 130, genau, 130 Rohstoffe. Und wenn ihr das halt mit den 85 hier vergleicht, ist das halt schon extrem billig. Ich gehe mal davon aus, auch da werden sie nochmal irgendwie ein bisschen was ändern, weil ansonsten wird das wahrscheinlich eher der Plänkler sein meiner Wahl. Ihr könnt aber auch alternativ, gerade wenn ihr kein Holz habt, und nicht eco-schonend spielen wollt, sondern sagt, ey, ich habe eh ordentlich Wirtschaft, dann könnt ihr auch den theoretisch nicht ganz so tankigen. What is your command? Yes. Etwas langsamer ausbildenderen Scharfschützen ausbilden. Der ist auch ein Plänkler. Ihr seht, der hat ein, beziehungsweise mit der anderen Karte zwei Lebenspunkte weniger, hat 22 Range, ein 3,5-fach Multiplier, also sogar noch ein bisschen höher als normale Plänkler, gegen Heavy Infanterie. Und Lebenspunkte und Angriffskraft wie ein Cazador. Man kann es nicht anders sagen. Es ist ein Cazador, der minimal weniger Angriffskraft als Grundwert hat, dafür einen höheren Schadensmultiplikator gegen schwere Infanterie. Und eine höhere Range. Es ist ein echt geiler Plänkler an sich. Er kostet 75 Gold, ist damit recht teuer und 40 Nahrung. Trotzdem ist das eigentlich ein geiler Plänkler und ich gehe mal von aus, diesen Plänkler werden sie auf jeden Fall noch kostentechnisch nerven und wahrscheinlich auch ausbildungszeittechnisch. Und dann wird sich das wahrscheinlich in Zukunft eher lohnen, diesen Plänkler zu bauen. Aktuell glaube ich, baue ich eher diesen Plänkler, weil er halt so unglaublich viele Lebenspunkte hat mit allem drum und dran und gleichzeitig so schnell ausgebildet wird und so billig ist. Trotzdem, wie gesagt, das wäre die Alternative. Beide Plänkler sind meiner Meinung nach unglaublich gut. Ihr habt zusätzlich noch ein Musketier. Dieser Musketier hat, ihr seht es, fast so viele Lebenspunkte wie ein britischer Musketier und ich glaube die gleiche Angriffskraft. Dafür noch zwei Range mehr. Ansonsten ist es ein standardmäßiger Musketier, nicht groß irgendwie was anders. Kostet halt 60 Nahrung und 50 Gold. Ein normaler Musketier kostet 75 Nahrung und 75 Nahrung und 25 Gold, sprich 100 Rohstoffe, der kostet ein bisschen mehr, ist dafür halt aber auch ein britischer Musketier, also ein wirklich recht starker Musketier im Vergleich zu anderen, mit 14 Range. Also kann man alles in allem sich definitiv nicht beschweren. Ihr seht, so bei dieser Übersicht an sich bis jetzt, das wäre eigentlich so das Standardmäßige, was ich spielen würde. Zudem kommen auf jeden Fall die Nuts. Das sind zum einen die hier. Und ihr seht jetzt einmal die Ausbildungsgeschwindigkeit, wie sie normal ist.
Und dann werde ich jetzt die Nuts-Karte spielen. Diese Nuts-Karte gibt mir einmal von allen Nuts einen Haufen. Ihr werdet es gleich sehen, ich lasse den jetzt einmal mal hier raus. Sprich, theoretisch könnte man die Karte spielen, um noch eine größere Überbevölkerung kurzzeitig zu haben, wenn man bereits alle Nuts gespielt hat. Also ich kann es mal ganz kurz machen. Alle Nuts rausholen. Zum anderen gibt mir die Karte 10, ja, es sind nur 10% schnellere Ausbildungsgeschwindigkeit. Ich werde auch gleich nochmal die Husarenkarte spielen, damit da ihr seht, das sind jetzt die, die ich nochmal dazu bekommen habe, wegen der Karte. Ist halt ein bisschen nochmal Überbevölkerung. Ich lösche es jetzt einmal ganz kurz, weil sich damit nämlich auch 10% Ausbildungsgeschwindigkeit ändert. Ich nehme jetzt extra nur einen Handelsposten, um euch zu zeigen, was diese 10% ausmachen. Ihr könnt damit Nuts spammen. Selbst wenn ich jetzt die anderen Nuts nicht besitzen sollte. Lohnt es sich halt einfach für die Creep, die ich immer spielen kann. Gut, zu diesen Husaren. Ihr seht schon die Werte und Lebenspunkte mit allem dran. Sie haben verhältnismäßig mittelmäßig Angriffskraft, aber extrem viele Lebenspunkte. Also dafür, dass sie halt 3 Bevölkerung kosten. Ich weiß nicht, ob der Saloon irgendwelche Unterschiede dazu noch macht. Ich werde deswegen jetzt mal ganz kurz den Saloon aufspielen und alle Upgrades darauf machen. Trotzdem zeige ich euch jetzt mal ohne diese Karte ganz kurz einmal die Ausbildungsgeschwindigkeit, denn ihr könnt sie ausschließlich und nur aus Forts bauen. Und sie kosten echt viel. Aber gut, okay, dafür sind sie halt auch wirklich tanky, muss man mal wirklich gestehen. Aber ihr seht, das dauert, obwohl sie ja innerhalb der Flagge sind und damit schneller ausgebildet werden, extrem lange. Gut, jetzt spiele ich auch mal noch die Karte hier, damit ich wenigstens das wirklich komplett habe und vergleiche jetzt gleich einmal das Ganze mit einem normalen Husar und einmal mit dem Husar hier. Ich werde beide dann auch hier hinstecken und dann könnt ihr sehen, wie lange dann der Unterschied dauert, wenn die Karte auch gespielt ist. Zudem, ich spiele jetzt mal diese Karte hier. Ab dem Moment, wo die Karte gespielt ist, werdet ihr sehen, werden alle weiteren Karten instant kommen. Ich werde dann einmal die 300 unendlich Holz spielen, damit ihr dann auch einmal gleich hier seht, dass die Kiste dann dort ankommt. Wobei, dazu kann ich gleich kommen. So, die Karte selbst wird übrigens auch schon schneller gebaut, wie ihr seht. So, ich pausiere jetzt ganz kurz. Einmal ungarischer Husar. Einmal normaler Husar. Normale Husar 7 Sekunden. Der andere, ihr seht, unglaublich viel länger. Ich glaube nicht, dass sich das lohnt, einfach weil das zu lange dauert. Der ist zwar unglaublich tanky, wie ihr seht, von den Werten her. Angriffstechnisch nehmen die sich nichts. Das bedeutet, pro Pop gerechnet ist der definitiv angriffstechnisch stärker und kostet auf jeden Fall deutlich, deutlich weniger. Der einzige Vorteil, den der hier hat, ist halt die unglaublich hohen Lebenspunkte. Ich guck mal, ob hier das irgendwas noch Unterschied macht.
Ich spiele die mal noch. Ich weiß nicht, ob die als Banditen oder so zählen. Gucken wir einfach mal. Orders? Yes. Hello. On my way. Die Waren bekommen wir nicht. Schissen. Das erste Banditen-Upgrade scheint die, glaube ich, nicht berührt zu haben. Okay, Banditen sind sie nicht. Ich hätte hier auch einmal mal bei der Beschreibung mit nachgucken können. Nein, gelten nur als Kavallerie mit einem drum und dran. Das heißt, ihr seht, die brauchen einfach viel zu lange, um ausgebildet zu werden, meiner Meinung nach, auch wenn die ultra-tanky sind. Zudem sind sie recht teuer. Haben für die Tankiness einen fast schon zu teuren Preis, aber man könnte sie theoretisch spielen, wenn man unbedingt will. Ich persönlich würde dafür keine Karte meiner Meinung nach verschwenden. Besser gesagt zwei Karten, weil ohne die Ausbildungskarte vom Vor wird es halt noch schlimmer. Ja, soviel zu den Husaren. Ansonsten, ihr habt ja gesehen, ich habe die eine Karte gespielt, mit der ich Karten schneller bekomme. Ich spiele jetzt einmal die Holzkarte. Es gibt mir ganz normal 300 Holz. Die Fabriken kommen jetzt auch mal runter von Holz, dass ich null Holzproduktion habe. Ihr seht, ich bin bei 1194. Spiele jetzt diese Karte, mit der kriege ich dauerhaft die Ladung instant hier. Die Unendlichkeitskarten. Und ich kann übrigens auch die, weil die einmalig Holz, Nahrung auch mitgegeben hat, auch spielen. Dadurch kriege ich jetzt mehr. Und ich kann das Ganze instant bekommen, ohne dass es hier ankommt. Ja, schade, ich konnte es jetzt nicht so zeigen, aber ihr seht es bei dem. Und ich muss es nicht mal wie normale Kisten einsammeln. Es kommt halt einfach instant rein. Ja, so viel zu dem Tutorial hier. Ich hoffe, ihr habt einiges gesehen und gelernt. Ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß mit den Amerikanern. Meiner Meinung nach müssen die halt leicht genervt werden in zwei, drei Hinsichten. Also die Kolgorin ist klar. Die Gatling Gun muss genervt werden. Also wahrscheinlich einfach die Kosten. Vielleicht noch Angriffskraft oder Co. Ich gehe mal davon aus, sie machen irgendwas zum Beispiel, dass die Flagge nicht mehr Kanonen beeinflusst. Das wäre eine gute Variante. Ansonsten, ja, ich gehe mal davon aus, die Kosten hier werden geändert, weil das ist einfach viel zu billig. Ich gehe mal davon aus, auch der wird schlechter gemacht werden und wahrscheinlich auch teurer, sodass es sich nicht mehr lohnt, den zu bauen, weil er aktuell halt einfach, er ist zu billig, kommt zu schnell raus, das ist insane. Ansonsten muss ich sagen, finde ich, die USA sind leicht okay wegen zwei, drei Sachen. Ich kann halt zum Beispiel sowas hier machen im Kampf und krieg dann halt die Türme. Yes, sir. Hello. On my way. Just saying, ne? Die bauen sich selbst auf, sind gute Türme mit allem drum und dran. Sowas kann ich machen. Ich habe eine recht stabile Wirtschaft. Also 4000 Punkte in, 60 Minuten sind drin, beziehungsweise 2250, 2300 Punkte vielleicht in 40, je nachdem. Mit Trade natürlich noch deutlich mehr. Ich habe Nuts, die instant rauskommen und kann immer, egal ob ich Nuts besitze oder nicht, Überbevölkerungsnuts haben 13 Stück als Überbevölkerung und ihr seht die Werte. Die haben zwar keine Range Resistance, aber Alter, 800 Lebenspunkte bei Plänklern ist schon insane dafür, dass ich 13 Stück dauerhaft draußen haben kann und Angriffswert ist okay. Aber die haben vor allem halt Lebenspunkte und ich kann sie immer wieder spielen. Zudem habe ich gute, schnell rauskommende oder akzeptabel rauskommende Pulverien und Pferdeartillerie. Mörser sind auch okay, also nichts, worüber man sich beschweren kann.
Husare haben sie halt wirklich britische Musketiere haben sie britische und zudem haben sie in Kassadort eine größere Reichweite hat. Das ist halt einfach eine Kombination mit all den Kleinigkeiten. Also einzeln ist das alles, sind Sachen, wo ich sage, ja, okay, kein Problem, können die Nationen haben, kann eine Nation haben, ist schön. Aber in der kompletten Kombination ist das halt schon leicht OP. Gerade, wie gesagt, mit den Kosten der Einheiten. Das wird, denke ich mal, aber auch demnächst geändert und von daher gehe ich da mit guter Zuversicht an die USA ran und denke, die werden in Zukunft nicht OP sein, werden eine starke Nation sein, werden eine coole Nation sein. Immer auch ein guter Pick, um irgendwie halt zu spielen. Aktuell sind sie aber leicht zu stark. In dem Sinne, euch noch einen schönen Abend und viel Spaß beim Spielen von den USA. Eben die Karten spielt. Gut, dann euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag oder wie auch immer. Viel Spaß bei den Amis.